Das könnte vielleicht eine Tür bewegen lassen. Okay, ich habe jetzt angefangen. Beruhig dich. Na gut, dann halt kein Licht. Welcome back, Ladies and Gentlemen, ich bin's euer Psycho, ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Phasmophobia und ihr seht bereits hinter mir, wo wir uns befinden, nämlich im guten Bleasdale Farmhouse. Und man merkt schon, irgendwas stimmt bei mir nicht, wenn ich freiwillig in ein Farmhaus gehe. Aber leider ist die Baustelle wieder am Start, beziehungsweise seit gestern sogar, und deswegen für den Fall, dass ihr irgendwelche Steuergeräusche hört, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe jetzt auch mein Fenster zugemacht, damit man wirklich gar nichts hört. Und ja, wahrscheinlich bin ich einfach deswegen, oder drehe ich langsam durch, weil ich nicht genug Sauerstoff bekomme oder keine Ahnung. Wie gesagt, ich drehe langsam durch. Wir brauchen ein Foto, Kruzifix, ein Kommen, David Martinez und ja, let's go. So gesehen geht es ja eigentlich auch mit geschlossenem Fenster ganz gut, aber ich bin normalerweise gewöhnt, 24/7 das ganze Jahr über mein Fenster offen zu haben, damit immer schön frische Luft reinkommt. Und ich merke das gerade, wenn ich aufnehme oder streame, also gerade wenn ich jetzt eine längere Zeit aufnehme oder streame, dann, ja, da merkt man halt einfach, dass man so ein bisschen Kopfweh kriegt, weil die Luft stickiger wird. Und gerade dadurch, dass ich auch noch Shisha-Raucher bin, ist nochmal doppelt blöd, deswegen, ja, auf jeden Fall sehr, sehr nervig. Okay, wir haben den Bäcker angemacht, wir sind kurz reingedippt. Was bedeutet, der Geist sollte jetzt aktiv werden und sollte jetzt anfangen, was zu machen. Und jetzt können wir hinten reingehen und gucken nach dem Knochen. Und natürlich nach dem verfluchten Objekt, aber hier, Ouija Board ist clear, Temperatur sagt no, die machen wir erstmal zu. Wird es hier nicht auch noch reinziehen? Ich muss ehrlich sagen, ganz ehrlich, diese Bauarbeiter. Ich hab eigentlich darauf gewartet, dass Mittagspause ist, dass ich dann in der Zeit aufnehmen kann, aber aus. Ich weiß nicht, wie die es machen oder wieso die es machen. Die sind wie die Koreaner. Wenn die einen Pause machen, arbeiten die anderen weiter. Ich weiß nicht wieso. Wie gesagt, ich drehe langsam durch. Das ist wahrscheinlich so eine Zermürb-Taktik. Einfach damit die Häuser drumherum frei werden, in der Zeit, in der sie die Häuser bauen. Okay, wir haben hier unseren Knochen. Das habe nicht ich aufgemacht, angemacht. Ich habe hier aufgemacht, aber nicht das Licht angemacht. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal Pinky-Lampe holen. Und dann schauen wir mal, weil das Licht habe ich nicht angemacht. Ich weiß ganz genau, ich bin da reingegangen, habe mich einmal umgedreht, bin wieder rausgegangen. Ich mache keine Lichter an in der Regel. Und gerade jetzt, wo ich hier mich so ein bisschen in einen Albtraummodus gewinne, mache ich erst recht keine Lichter an. Deswegen frage ich mich, wieso da das Licht an ist. Aber gut, wir werden jetzt gleich auch noch nach den verfluchten Becken schauen. Aber ich hoffe, dass ich hier vielleicht noch Fingis kriege. Oder zumindest, ja gut. Wir haben jetzt hier keine Fingis, aber es ist natürlich schwer einzuschätzen. Hier haben wir unsere Karten. Ich gehe hier ganz gerne in, normalerweise gehe ich gerne in die Hocke, einfach nur mit sicherer an drei Sterne Foto wird. Aber wo passt das Ganze ja auch? Jetzt ist natürlich die Frage, wo genau ist der Geist? Ist er jetzt wirklich im Büro oder ist er nebenan hier im Foyer? Aber ich gehe einfach mal stark davon aus, dass er hier drin ist. Deswegen danke. So, die wird erstmal zugemacht, damit der Geist hier... Hast du jetzt ernsthaft das Licht ausgemacht? Du trollst mich, oder? Du bist schon so ein kleiner Troller. Okay, schau mal. Aber keine Fingis. Fingis können wir als ersten und zweiten Beweis ausklammern. Und ja, ich weiß ganz genau, man kann... Ein Beweis ausklammern, Arthur. Also wenn ich sage, ja, Fingis können wir ausklammern, dann ist es schon in meinem Kopf drin, okay, als ersten und zweiten Beweis, aber nicht komplett. Ja, da werde ich teilweise noch drauf angesprochen und darauf hingewiesen, aber wie gesagt, ich habe das einfach schon so drin, dass wenn ich sage, gut, ausklammern, dann denke ich schon im Albtraummodus und nicht im allgemeinen Modus, wo man halt dann davon ausgeht, dass es keiner der drei Beweise ist, sondern halt eben nur einer oder keiner der ersten beiden. Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du wütend? Wie? No. Ich werde jetzt einfach nie nochmal schauen. Warte, wir machen hier im Foyer das Licht an. Oder gut, wir machen hier hinten das Licht an. Das ist besser, weil dann können wir hier theoretisch auch noch die Geisterbox verwenden. Aber damit wir einfach so einen Indikator haben, ob der Breaker noch an ist oder nicht, selbst wenn wir hier drin kein Licht an haben. Und ein Zweier? Hast du schon wieder mit... Hast du gespielt? Ich will es nicht wissen. Weil hier ist nichts in der Nähe. Hier ist gar nichts. Er kann hier mit nichts spielen. Außer mit dem Licht und dann wäre es wieder dann hell. Also er hat es an und wieder ausgemacht, weil das glaube ich jetzt erstmal nicht. Okay. Alles normal. Der Geist verwirrt mich. Aber gut, das kennt man ja schon. Die Geister, die müssen auch ihren Spaß haben. Und vor allem, es
Ja, die Geister sind ja nicht so hundertprozentig so, wie sie sein sollen. Sie haben ja immer noch diesen Random-Faktor mit drin, damit es interessant bleibt. Und wenn sie immer nur geradlinig werden, immer genau gleich werden, dann wäre es auch immer langweilig. Dann legst du rein, hast hier ein paar Geräusche und bumm, weißt schon, welcher Geist es ist. Deswegen müssen natürlich hier auch so in gewisser Weise auch ein bisschen random sein. So, ich werde dich aber hier ein Stückchen nach hinten stellen, damit wir den Raum hier noch ein bisschen besser ablichten können. Damit wir wahrscheinlich ja einen Ort sehen, der gerade auseinander ist. Momentan sieht es so aus, als ob es auf EMF hinauslaufen wird. Vielleicht kriegen wir noch Freezing. Dort ist das Buch dann noch offen und der Ohr. Aber dadurch, dass wir keine... Da haben wir unseren Ort, by the way. Aber dadurch, dass wir keine Dots und keine Fingies, und kein Box haben, will ich jetzt erstmal den Mimic schon mal im Vornherein ausklammern. Der Orb, der hat Anwandlungen nach oben gehen zu wollen, das gefällt mir gar nicht. Aber Dots sehe ich zum Beispiel nicht. Keine Dots. Wäre es aber auch keine Lust, uns zu beschreiben. Also es könnte auf EMR5 hinauslaufen und das wäre sehr, sehr gut. Und wieso? Ganz einfach. Wenn wir hier Orb und EMF haben, haben wir Raichu und Obake. Und der Obake hat immer Fingerabdrücke im Atom-Modus, somit wäre es ein Raichu. Ich glaube nicht, dass wir das Glück haben, sondern es wahrscheinlich eher Dots oder Buch sein werden, aber... Echt jetzt? Du hast mich, oder? Was habe ich dir getan, David? Also, jetzt mal serious. Also, na. Ich habe überlegt, mal für die Kanalpunkte bayerisch mit reinzunehmen. Das haben ja mehrere Leute, dass sie ihre Muttersprache noch so als Challenge in die Streams mit reinnehmen. Da dachte ich mir, gut, versuche ich es irgendwann mal auf bayerisch, aber da habe ich Angst davor. Zum einen wird mich dann nur noch die Hälfte verstehen, wenn überhaupt. Gerade wenn ich irgendwann mal eingegroovt bin und wirklich gescheites bayerisch rede. Und zum anderen... Richtig kein gescheites bayerisch. Damit wird mich jeder Bayer wahrscheinlich kreuzigen wollen. Also jeder Urbayer. Okay. Nicht wundern. Er ist immer noch hier drin. Das können wir auch gleich mit dem Thermometer noch herausfinden. Wobei, es könnte durchaus sein, dass er jetzt in die Küche gewandert ist. Aber ich will jetzt... Okay, er fängt ja auch an zu werfen. Aber diese Aktionen hier, die passieren durch die Wand hindurch. Einfach aufgrund dessen, dass hier hinter dieser Wand, also hinter dieser Wand hier, die Küche ist. Deswegen da nicht verwirren lassen. Das machen die Geister sehr, sehr gerne, beziehungsweise das können sie leider. Na gut, wir kommen jetzt nicht an den Gegenstand ran. Hier ist, oh mein Gott, das gute Dubmeister. Nicht schon wieder ein Geist, der meinen Dubmeister hier angreift. Ich meine, es reicht ja noch nicht, dass ich das nicht trinken kann oder dass die schon leer gesoffen haben, was auch immer der Fall ist, weil ich kann es ja nicht trinken. Aber wieso das Dubmeister? Da ist noch ein anderes Bier, da ist eine Glasflasche sogar drin. Die wird interessanter für den Geist theoretisch, aber nein. Natürlich das gute Dubmeister. Ich habe eine Gänsehaut. Ich merke, wie ich langsam aggro werde auf den Geist. Den guten David. Ich komme wieder rein. Aber nein. Ja, alles relativ entspannt. Ihr kennt mich. Es ist halt Bleasdale. Im Bleasdale geschehen seltsame Dinge. Aber theoretisch ein schönes Häusli. Ein schönes Häuschen. Was hier relativ geradlinig zugeht. So. Jetzt haben wir hier. Machen wir jetzt. Du brauchst nicht. Hey! Also wenn... Das war ein Doppelklick von mir, oder? Ja, okay. Das hat leider meine Maus, deswegen werde ich sie auf jeden Fall bald umtauschen müssen. Die macht manchmal Doppelklicks. Das ist sehr, sehr nervig, gerade wenn du zum Beispiel Photoshop oder so einen Rahmen zeichnen möchtest, um irgendwas auszuschneiden oder sonstiges. Dann machst du einen Doppelklick und dann wird der Rahmen, den du gezeichnet hast, direkt wieder abgebrochen. Dann denke ich mir... So, wir schauen jetzt doch mal nach Dottis. Buch wird leider ein bisschen schwieriger, weil... Entweder hat Lust oder er hat keine Lust. Wir können das noch ein paar Mal umsetzen, durchaus. Aber wie gesagt, wenn er keine Lust hat, hat er keine Lust. Der Orb ist immer noch da, das ist schon mal sehr gut. Und dort sehe ich noch keine. Aber wir schauen jetzt noch ein bisschen drauf. Wie gesagt, ich empfehle euch hier immer so ungefähr eine Minute drauf zu schauen, damit ihr 2 bis 3 Dots theoretisch in dieser Minute sehen könnt, auf der Intervalle. Dann könnt ihr nämlich auch einmal kurz wegschauen oder blinzeln, sollte ein Dot durchlaufen und könnt ihr dadurch übersehen. Aber hat man trotzdem noch den Beweis. Am besten natürlich nicht blinzeln. Aber ich sehe keine Dots. Wir steigen jetzt einfach noch ein bisschen drauf. Der Orb sieht auch sehr, sehr schön aus, wie er rumschwebt. Aber ich freue mich gerade ein bisschen. Denn das könnte bedeuten, dass wir einen Raichu haben. Und deswegen werde ich jetzt hier mal ein bisschen vorbereiten. Könnte natürlich jetzt sein, dass er ungünstig spawnt. Das wäre... Er ist ungünstig.
Wir werden hier einfach mal so ein kleines Minenfeld für ihn machen. Einfach damit, wenn er hier unten in dem Bereich rumläuft, wo wir ihn dann auch ordentlich geräuchert haben, dass wir dann ja eine Geschwindigkeitsveränderung mitbekommen. Wir werden ihn, wie gesagt, normalerweise, ja, normalerweise würde ich ihn ganz normal aktiv räuchern. Und wir müssen ihn, wir müssen ihn kommen, also wir müssen ihn sehen. Also werden wir die erstmal räuchern, wird aktiv sein und schöner Himmel. Danach würde ich mich eher in Sicherheit begeben. Entschuldigung, meine Stimme ist heute nicht ganz auf dem Laufenden. Nicht ganz auf dem Dampfer. Die Arbeiter haben zeitig angefangen. Und das mag meine Stimme gar nicht. Die braucht den Schönheitsschlaf, denn sonst wird sie un. So. Das ist so ein schönes Biest-Ding, aber da kenne ich mich nicht aus. Hey! Oh nein, nicht schon wieder der Nackte. Verfolgt mich, oder? Aber ich. Foto? Foto. Ich wollte gerade genau hinschauen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Dann werden wir das hier einfach so ein bisschen spreaden. Im Fall, dass er da spawnt, dass er dann trotzdem noch die Energie abbekommt. Okay, also er zieht es gerade ins Foyer. Das ist unschön. Denn das Problem ist, zum einen, wenn wir ihn räuchern, müssen wir zur Treppe. Wenn das ein Reitschuh ist, kriegt er aber nochmal Hyperspeed, sollte er noch Line of Sight auf uns haben und in die Richtung kommen. Das ist ungünstig. Auf der anderen Seite haben wir hier natürlich weniger Laufweg. Wenn er hier drin spawnt, würde im Büro, könnte er einfach ganz gemütlich hier hinten um die Ecke gehen, kriegt hier sein Speed mit und wir sehen ihn. Hier kriegt er erst ein bisschen später sein Speed. Und das wird unschön. So, aber wir haben jetzt hier ein großes Minenfeld. Ich will jetzt nochmal schauen. Warte, wo ist mein Räucherstäbchen? Die habe ich da hinten, okay. Wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen. Schauen wir mal. Theoretisch bist du mal noch da drin. Ja, aber er ist gerade beim Umziehen. Also, ja, deswegen ist er nackt. Wow. Es könnte, wie gesagt, immer noch sein, dass wir Dotties oder sowas haben. Deswegen würde ich gerne hier in das Foyer nochmal alles umlagern. Es könnte auch einfach nur sein, dass er hier in dem Raum keine Lust hat, uns Dotties zu geben oder sonstiges zu machen. Interessant ist aber, dass er sehr wenig mit dem Licht spielt, beziehungsweise es eher anmacht als ausmacht. Das ist auf jeden Fall special. Wir haben jetzt alles bereitgelegt. Die Räucherstäbchen, Feuerzeug lege ich jetzt hier hinter. Einfach nur, damit wir das bei uns haben. Es kann auch sein, dass er anfängt zu jagen, wenn wir reingehen und. Danke. Und. Ja, warte. Wie war das? Er macht keine Lichter aus. Ein Zweier. Das geht besser. Okay. Wie gesagt, dass wir jetzt eine Reitschuh haben, ist so eine Spekulation. Deswegen die Reitschuhstraße, damit wir ihn testen können. Denn das würde ja EMF5 implizieren. Hätte aber auch sein, dass wir noch Dotties haben, dass wir ein Buch haben, dass wir noch Freezing kriegen, dass die Box nochmal funktioniert oder später erst funktioniert. Hier ist jetzt unser Orb, also ist auf jeden Fall jetzt hier im Foyer und das. Schon wieder Stubmeister! Der Geist hat mich langsam auf. Also ja, er legt's drauf an. Er legt's wirklich drauf an, aber sehr schön geräumt. Ich hätte es mir gerne noch länger angeschaut, aber ich brauche immer noch mein EMF. So, also, wo ist mein EMF? Oh. Und wo ist das gute Tabmeister? Ein Dreier. Okay, der Breaker ist noch an. Noch ein Gegenstand. Ich glaube, er will mich jetzt hier in der Falle locken. Davor habe ich gerade Angst. Noch ein Gegenstand. Ein Fünfer. Oder ich in die Box, wo ich dir auch immer hingetan. Wo bist du? Wie alt bist du? Alles klar. Was? Eine Ratte. Okay. Ich will jetzt erstmal Sanity pinnen. Wir haben theoretisch die Karten, da können wir dann noch unsere Sanity droppen. Das ist natürlich immer ein bisschen Coinflip, aber ich war der Meinung, ich hätte auf jeden Fall eine Geschwindigkeitsveränderung gehört. Zwar gerade am Ende hat er sehr viele Steps gemacht. Mach gerne zurück. Zwei, dreimal auf die linke, auf den linken Pfeil klicken. So, schauen wir mal. Hm.
Einzelne Raichu, das hat er ja spät angefangen. Raichu kann ja theoretisch... Ja, wir hatten keine Line of Sight. Die Kruzwegs sehr gut, dass die nicht geschwört haben, ist klar. Wir können aber dann eben auch zum Beispiel nach hinten gehen. Also nach ganz hinten in die Garage. Wir können damit den Karten spielen. Damit wir noch mit der Hand provozieren können. Ja, und dann können wir das Ganze machen. Dann können wir einfach in seine Richtung gehen, können ihn dann räuchern und ja. Aber... Das ist auf jeden Fall interessant. Also ich dachte, da war eine Geschwindigkeitsveränderung, aber wir haben noch, wir hatten unter 50%. Also entweder er war einfach faul, wo ist jetzt meine Box? Oder da. Entweder er war faul. Oh, das ist kein Raichu. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Er hat nochmal die Scheibe. Willst du gerne nochmal checken? No, hier ist gar nichts. Wo ist immer noch unbeschrieben? Jetzt hat er das Licht hier gemacht. Sag mir nicht, du gibst Besitz da, Hikong. Aber vielleicht könnte er gerade. Na doch, er ist jetzt hier. Ey, Kollege, du weißt auch nicht, wo du hin bist. Da waren Dotties. Da waren Dotties. Okay, jetzt muss ich nochmal nachschauen. Er ist zwar gerade jetzt im Wohnzimmer, aber ich glaube, da waren Dotties. Bin mir sehr, sehr sicher, da waren Dotties. Dann ist klar, dass wir kein Raichu haben. Okay. Müssen wir nochmal draufstellen. Wir haben den Nackten, den müssten wir auf jeden Fall sehen. Könnte sein, dass er bis jetzt da war. Wunderbar. Dort, wir sehen... Ich weiß nicht, ob man vorher schon was gesehen hat. Ich hoffe nicht. Ich hasse dich. Gut, das wäre immer noch ein... Ja. Wenn es wirklich eine Geschwindigkeitsveränderung gab, kannst du noch, dann kannst du noch der Raichu sein. Yorei, Yokai, Banshee, dass er jetzt gerade Richtung Wohnzimmer wechseln will, wird natürlich auf den Yorei deuten. Der Rest ist ein bisschen schwierig. Wir müssen auf jeden Fall jetzt im Auge behalten, wo er ist. Gut, wie gesagt, wenn es kein Raichu ist, haben wir natürlich ein bisschen leichtere Karten, das Ganze hier zu überleben. Jetzt hat er einen Breakout gemacht, echt jetzt? So, jetzt müssen wir natürlich noch mal kurz warten. Weil der Geist macht es uns nicht einfach. Dort, ich weiß nicht, ob man die hätte früher sehen können. Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du hier? Wo bist du? Ich wundere, ich rede jetzt einfach hier die ganze Zeit, damit ich schauen kann, ob zum Beispiel ein Yokai ist. Der Yokai wird ein bisschen aggressiver, ein bisschen, also macht mehr Interaktionen, wenn man mit ihm redet. Also wenn er in deiner Nähe ist und er hört deine Stimme. Aber dass er hier hinräumt, sprich jetzt hier ist, also erst im Büro angefangen hat, dann hier ins Foyer, jetzt hier hin, ist schon ein relativ starkes Roaming. Sind jetzt, ja gut, 18 Minuten dabei. Aber es könnte natürlich auch Richtung Yorei gehen. So. Das wird jetzt erstmal hier platziert. Ich würde gerne noch, ich würde mich gerne einmal jagen lassen. Einziger Nachteil ist, wenn wir uns jagen lassen, wir danach keine Sanity Pen. Wo sind meine Räucherstäbchen? Hatte ich die nicht hier hingelegt? Ah, doch, da sind sie immer noch. Super, ich würde es gerne einmal räuchern. Dadurch kann man ein bisschen die Aktivität von den Geistern steigern. Beziehungsweise zum Beispiel mein Spirit kennt man. Der wird sehr, sehr aktiv. Aber auch bei sowas wie hier zum Beispiel Yorei hat es auch eine Wirkung. Denn da kann er nicht roamen. Und ich kann mir da vorstellen, dass... Ja, wenn man so ein bisschen an die Leine genommen wird, dass man dann vielleicht aggro wird. Das könnte vielleicht in eine Tür bewegen lassen. Okay, ich habe erst angefangen. Beruhig dich. Ja gut, dann halt kein Licht. Ist klar, Kollege. Schauen wir mal. Er ist kein Fan vom Licht mehr. Geht's weit? Schauen wir mal. Wo bist du? Wenn du in Yorei bist, schließ eine Tür. Yorei. Hm? Ich auch. Jetzt überlege ich noch gerade, wo wäre es am sinnvollsten? Ich glaube, hier oben die Karten zu verwenden wäre sinnvoll. Klar, es gibt manchmal den Bug, dass er nach oben spawnt. Hier im Beast of Hammers. Also sprich, wenn er unten im Wohnzimmer ist, dass er hier oben spawnt. Wenn er hier oben ist, dass er unten im Wohnzimmer spawnt. Oder auch auf dem Dachboden und so weiter. Aber hier wäre es sinnvoll, weil dann sind wir über ihn. Dann können wir hören, ob er irgendwann eine Geschwindigkeit verändert. Sprich, schneller wird oder... dauerhaft sein Tempo wählt.
Hast du versucht, die Karten von mir zu verstecken? Der ist es nicht. Der ist es auch nicht. Wie viele Ventilatoren haben die denn hier? Ja, nee, ist klar. Lass doch das Amebier in Ruhe, es hat dir gar nichts getan. Hauptsache da ein Ventilator, da hinten ein Ventilator, in einem Farmhaus mitten im Wald. Ja, weil es da so warm wird, oder? Nee, glaube ich auch. Okay, aber das bestätigt nochmal meine Theorie, dass ein Yuri sein könnte. Starkes Roaming. Hat er schon wieder einen neuen Geist drum, aber gut. Wir setzen jetzt alles auf eine Karte. Sollten wir sterben, sollten wir den Hangman kriegen, gehe ich auf Yuri? Aber eigentlich bin ich beim Raichu. Wobei, ja. Schau mal. Ich glaube, ich mache mir hier mal Licht an. Die Karten nutzen wir jetzt mit unserem Sanity Job. Oh. Oh. Glück gehabt. Okay, Sanity Drop, sehr schön. Sanity Drop, nochmal. Hm, full. Nein, keine Sanity bekommen. Okay, es geht los, ladies and gentlemen. Ich hatte jetzt keine Geschwindigkeitsveränderung mitbekommen. Kein Hyperspeed, kein gar nichts. Wir müssten das Ganze eigentlich nochmal oben machen. Wir müssten da noch mehr Gegenstände platzieren. Aber für mich ist es erstmal kein Raichu. Das ist jetzt die Frage, wie viel Sanity wir haben. Ich glaube, wirklich sicher sind wir nicht. Wir haben jetzt einfach nochmal Räucherstück in der Hand. Wir können ja nochmal unten räuchern, durch den Buch laufen, rüber, ab durch die Küche nach hinten. Das wäre jetzt nochmal eine Möglichkeit. Sollte es kein Raichu sein, gehe ich auf den Yuri, wegen dem starken Roaming. Aber er hat da keine Fähigkeit eingesetzt. Die Tür hab ich zu. Ja. Ihr seid jetzt so, sag ich jetzt mal so ein bisschen Coinflip. Ach ja, das Licht hat er gut gemacht. Das wird jetzt spannend. Er hat hier, wenn das ein Raichu ist, hat er hier genug Gegenstände, damit er umdrehen müsste. Dann werde ich aber auch nach oben laufen und nicht durch ihn durch, weil die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er mitläuft. Deswegen werde ich einfach dann nur hier stehen, räuchern, warten, bis er umdreht und dann ab nach oben. Denn hier hat er genug Geschwindigkeit, dass er schnell in die andere Richtung läuft. Wir abhauen können. Aber ja, jetzt heißt es warten. Theoretisch müsste eigentlich unsere Sanity noch ein bisschen weiter oben sein. Er dürfte ihn eigentlich noch nicht jagen können. Sollte es aber ein Raichu sein, der theoretisch auf 60% sein kann. Ganz anders aus. Sollte es kein Raichu sein, bin ich bei der Banshee. Bin ich beim Yuri. Hier Kruzifix. Die sind beide hier. Einmal angenagt, aber nicht komplett gespachtelt und hier auch nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich würde auch fast sagen, dass ich da jetzt kein Risiko eingebe. Es wäre super, wenn er jetzt hier aktiver werden würde. Wir schauen nochmal. Wo haben wir Geister am Tempel? Er macht die ganze Zeit hinter uns im Foyer das Licht aus. Obwohl er eigentlich im Wohnzimmer ist, laut Thermo. Er ist kein Fan von Licht. Deswegen, ich überlege gerade, ob ich noch einmal räuchern soll, um die Aktivität zu steigern. Das machen wir. Also sollte es ein Yuri sein, dann... Ein gestopptes Roaming. Oh. Da müssen wir jetzt alles auf die letzte Karte setzen. Stelle mich hier rein. Sollte er anfangen zu jagen, gehe ich ganz gemütlich dahinter. Ihr seht schon hier, eine Banshee würde die Kurzfixe viel schneller raisen. Meiner Meinung nach. Was ich so mitbekomme.
Denn sie hat, ja, sie mag die Kurzwegse nicht. Sie wird sich da unwohl in der Nähe. Deswegen ganz schnell ausschalten, also Kurzwegse ganz schnell. Okay. Kollege, Arke, wieso bist du eigentlich an mir vorbeigegangen? Antwort, keine Ahnung. Also, Yokai finde ich auch nicht. Dafür rede ich zu viel und er macht zu wenig. Auch wenn er natürlich aktiv ist in irgendeiner Hinsicht. Interessant ist, wir haben hier geräuchert, hier haben wir auch die Temperatur, hier ist er gespawnt. Ich würde sagen, hier geht langsam der Arsch auf Grundeis. Ich würde gerne nochmal eine Jagd abwarten. Aber langsam wird es halt brenzlig. Ich würde sagen, Ladies and Gentlemen, da wir jetzt schon bei 25 Minuten sind, ich kannte für euch das ein bisschen und dann sehen wir uns in der letzten Jagd wieder. Okay, es geht los. Wo ist er gespawnt? Oben. Okay, schauen wir mal. Jetzt sehen wir ja, ob es ein Halbaspel hat oder nicht. Normale Geschwindigkeit. Weitschuss. Normale Geschwindigkeit, obwohl da sehr, sehr viele Elektrolytgeräte waren. Raichu, ciao. Den Yokai hatte mir zu wenig gemacht. Banshee hätte die kurze Wechsel schneller knuspert. Jetzt ist natürlich die Frage. Wir haben ja direkt mit den Karten gespielt. Es hätte sein können, dass sie vorher schon angefangen hat zu jagen. Und wir haben sie dann praktisch interrupted. Wäre durchaus auch möglich. Aber sie ist dort nicht auch nicht zu stark. Nicht ganz so stark. Deswegen, meiner Meinung nach ist es ein Yorin. Aber es ist natürlich jetzt nicht sowas wie, dass wir ein Gespenst haben und keine Fußis sehen. Oder ein Phantom, das wir fast nicht während der Jagd sehen. Also es ist immer noch kein Flip. Alles, was wir hundertprozentig ausklammern können, ist der Raichu. Weil es gar keine Geschwindigkeitsveränderung gab bei so vielen Elektronikgegenständen. Ich bin beim Yurei. Einfach nur, weil er stark geromt hat, sprich vom Wohnzimmer, vom Büro, vom Foyer zum Wohnzimmer. Dann war er kurz in der Küche, ist jetzt oben gespawnt. Gut, das mit dem oben spawnen, das war einfach nur ein Bug. Das war das, was ich vorhin erwähnt habe. Wenn sie unten im Erdgeschoss sind, kann es mal sein, dass sie oben spawnen. Und wenn sie oben sind, dass sie unten spawnen. Aber ich bin beim Yurei. Selbst wenn wir es falsch erraten, haben wir trotzdem noch gut Cash gemacht. Wir haben alle Quests erledigt. Foto haben wir auch. Oh Mann, bin ich gespannt. Hätte auch ein Yokai sein können, der einfach nur nie in meiner Nähe war und deswegen mich nicht gehört hat. War sogar eine Banshee. Deswegen kann es wirklich sein, dass wir sie mit den Karten interrupted haben. Ich muss sagen, ich wäre nie auf eine Banshee gekommen. Hätten wir nochmal den Geistraum gefunden, da wäre wirklich nochmal unten im Wohnzimmer gewesen und hätte sie angefangen, die Kruzwege zu knuspern, hätten wir es vielleicht gesehen. Dann, wie gesagt, es kann sein, dass wir sie mit den Karten einfach unterbrochen haben, praktisch gezwungen haben zu spawnen, dann sind die Kruzwege auch egal. Die wirken nicht gegen eine Hand, also gegen eine Jagd, durch die Objekte beschworen wird, sagen wir es mal so. Deswegen, ja, kann durchaus sein. Ich bin jetzt eben, oder ich habe jetzt die Banshee deswegen ausgeklammert, weil sie eben nur einmal angeknabbert hat, aber schon mehrmals gejagt hat, obwohl es theoretisch in ihrem Raum war. Schade, Schokolade, ich bin mal, oder es würde mich mal interessieren, wie viele von euch denn die Banshee erkannt haben, oder doch so wie ich beim Yurei oder beim Yokai war, oder vielleicht auch beim Raichu, I don't know. Ich hoffe, euch hat dieses Video dennoch gefallen, danke fürs Zuschauen und rein bis dann,